Hey zusammen, Björn hier von Krav Maga Department. Heute beschäftigen wir uns damit, warum Schläge Richtung Gesicht auf der Straße oder in einer Selbstverteidigungssituation so gefährlich sind. Wir werden immer wieder mal von Clubmitgliedern gefragt, warum teilweise durch ein, zwei Punches auf der Straße, die Richtung Gesicht stattgefunden haben, so gravierende Verletzungen entstehen. Und hier gibt es verschiedene Gründe, warum das so ist. Zum einen könnten wir ja sagen, wenn wir uns einen MMA-Fight anschauen oder einen Box-Fight, da finden ja auch enorm harte Schläge statt. Warum sind die Verletzungen bei weitem nicht so groß, wie wir das häufig auf der Straße haben? Die Gründe sind vielfältig. Fangen wir mal an. Grund Nummer eins zum Beispiel ist, dass wir beim MMA oder beim Boxen Schutzausrüstung tragen. Free-Fight-Handschuhe, Boxhandschuhe, Zahnschutz. All das macht natürlich etwas aus und diese Protektoren nehmen teilweise Energie von dem Schlag weg. Das ist aber noch nicht der Hauptgrund. Weiterer Grund ist, dass die Muskulatur bei denjenigen, die in einem Fight sind, im Wettkampf- oder Wettkampfsportbereich, natürlich viel stärker ausgeprägt ist und trainiert ist. Das heißt, der Druck kann besser abgefangen werden. Vor allem haben wir aber unterschiedliche Gewichtsklassen auf der Straße. Das findet sehr häufig statt. Es ist ein Unterschied, ob zum Beispiel bei einem MMA-Fight ein 110 Kilo schwerer Wettkämpfer auf einen 108 Kilo schweren einschlägt oder ob im Street-Fight ein 110 Kilo schwerer Typ auf eine 55 Kilo schwere Frau einschlägt. Wir können uns vorstellen, was da physiologisch und physikalisch passiert und was das für Schaden auslösen kann. Also auch Gewichtsklassen spielen hier eine große Rolle. Und dann ist es natürlich so, dass wir auf der Straße extrem hart fallen. Ihr seht das nochmal in diesem eingeblendeten Video, wo das Opfer gegen die Wand und dann auf den Boden geknallt ist. Im Wettkampfbereich fallen wir in aller Regel auf relativ weichen Boden oder auf Matten. Der häufigste Grund ist allerdings die Überraschung, die stattfindet. Der Überraschungsmoment ist weitaus höher. Es passiert sehr häufig, dass ein Opfer angesprochen wird, vielleicht im Konflikt ist mit jemandem und dann findet auf überraschende Weise ein harter Schlag statt. Das Opfer hat überhaupt nicht damit gerechnet und das macht natürlich enorm viel aus. Hier kann keine Abwehr häufig stattfinden. Das heißt, der Schlag geht mit 100% rein. Wenn wir das mal vergleichen mit Boxern oder MMA-Fightern, die versuchen auszuweichen, Energie wegzunehmen durch die Fences, da haben wir natürlich einen Riesenunterschied. Also diese fünf Hauptgründe sind dafür verantwortlich, dass Verteidigungen auf der Straße weitaus schwieriger sind bzw. Punches auf der Straße enorm gefährlich sein können.